Wir wünschen euch gute Unterhaltung bei unserer Reise ins Trentino. Guten Morgen, Frau Schneider. Guten Morgen. Sie wünschen ruhige Ruhe zu haben. Wie immer. Und ist der Appetit schon da? Immer. Der war gar nicht fort, gell? Was für eine Frage. Was für eine Frage. So, wir starten zum Gardasee. Jawohl. Wir machen eine Schifffahrt bei diesem wundervollen Wetter. Ja. Im Moment ist es ja noch trocken. Da ist ein Wetterding. Ja, dann werden wir gleich mal auf volle Sonne schieben. Dann mal gucken auf Sonne. Und ja, jetzt haben wir schön Fresschen gemacht, Frühstück und ein paar Espresso und gut Frühstück. Gut Frühstück. Ja. Das Wetterhoroskop hier am Hotel sieht im Moment noch nicht so überragend aus. Es zeigt auf Regen, aber das werden wir wohl nicht bekommen heute. Vielleicht so. Wir werden sehen. Ja, dann gehen wir jetzt los. Ja. Schönes. Bis dann. Hier mal noch einen Blick aufs Hotel. Hola, endlich Regen. Wenn wir ein bisschen schneller laden, werden wir nicht so nass. Stein. Ja, würde ich sagen, dass es regnet. Oh, guck da. Schöner Platz. Schöner Spielplatz. Comuni di Riva del Garda. Boah. Cool. Ja. Ah, das ist unsere Gondole. Ja, da ist mal drauf. Ja, machen wir nichts.
Grazie. Buongiorno. Acqua di stufa di te. Buongiorno. Bello, eh? Juhu! Schwabenschiff, ich hab's überlebt. Wow! Typico Touristico. Gell? Hä? Ela. Typisch Touristico. Ja. Zum Glück haben wir sowas schon zigtausend Mal gesehen. In Tasche. Ach Gott, da ist ja überhaupt nichts los. Hä? Okay. Mir ist das wurscht, ich gehe überall hin. Mir ist das wurscht, ich gehe überall hin. Mir ist das wurscht, ich gehe überall hin.
ich sag mal so, der kann peigen. Ah, nee, der peigt nicht immer. Das stimmt, weil ja, durch diese hohle Gasse ist er gekommen. Mille grazie. Antonio Moro. Durch diese hohle Gasse müssen Sie kommen. Gut beschirmt. Also da möchte ich mir nicht vorstellen, wenn es richtig voll ist hier. Nee. Nicht wirklich, oder? Und da unten ist der Gardasee. Geht's weiter. Marschieren. Wir marschieren nach oben. Wir marschieren nach oben. Oh, ich bin mit uns. Ah, ist das cool. Guck doch. Ele, bist gut beschirmt? Ja. Gut. Ja. Gibt kein falsches Wetter, gibt noch falsche Klamotten, gell? Ja. Ah, jetzt gehen wir gleich ab. Genau. Und da geht's zum Hafen runter. Fahrräder nur mit Handführung erlaubt. Guck. Mit Handführung. Handfuhr, ruhig. Also, okay. Ey, das sind Zitronen. Jawohl, Limoni. Ja, das sind Zitronen. Siehst du denn? Die sterben auch ein bisschen regnet. Der ist schon auf Platz da oben, die einen. Aber du, das sind, wie nennt man die? Nicht Zitrone, wie nennt man die dann? Limon, ja? Limette. Limetten. Hm. Ach, guck. Schön, gell? Das bist du, das ist dein Schirm. Haha, nee, machen wir runter. Es regnet doch. Du darfst dich doch zeigen, dass du nicht regenscheu bist. Ich bin wasserdicht. Wasserdicht, jawohl. Jawohl. Wir sind fahrradähnlich gekleidet. Ich sage mal so, ich sage mal, muss mich wiederholen. Diese ganze Sommerfrischler, die waren nicht hier oben. Ah, ab hier vielleicht wieder. Aber so sieht es halt aus im Herbst. Hat auch seine schönen Seiten. Nee. Was? Nein. Ja, ist
Machst du mir den? Machst du mir Schirme wieder auf? Ja. Ich kann nicht aus, es regnet, es regnet. Es windelt, es windelt. Stürme. Oh. Genau. So, das war hier in der. Warum nicht? Ach so, okay. I'll do my best. Perfekt. Ketteringer Ständer. Souvenirs. Kauft ihr, Leute, kauft sie ein! So, da gibt's auch Putzeles. Oh, guck, doch, binnen. Oh, guck, bin ich doch jetzt mal. Nee, guck mal da. Gehen wir noch ein bisschen. Putzeles. Eine Person, zwei Personen, drei Personen Spaghetti. Ah, Spaghetti. Nee, nicht schlecht. Frauen im Kaufrausch. Ja, das gehört dazu.
auch schon mehrere Läden. Oh, da haben sie auch noch welche, guck. Ja, ich weiß. Oh, nee, das sind das aber ist normale Milch. Das sind doch gut, das ist doch was anderes. Zeig, was hast du jetzt nochmal? Das ist für uns. Und das. Das ist für uns. Und das wird, das wird verschenkt. Ja. Gut. Okay. Und weiter geht's. Sieht cool aus, gell? Schirm sollt ihr sie erkennen. Mary Poppins. Ele Poppins. Guck. Jawohl, jetzt spring, hopp. Ah, guck doch. Ich hoffe, die packen nachher die Kotztüte aus auf dem Schiff. Haben wir schon erwähnt, bei Sonne kann das jeder. Aber wir sind ja nicht die Einzigsten, die sich auch im Herbst ins Trentino verirren. Hast du dir Appetit geholt? Nein. Nicht? Ich glaube, wir haben unseren Rundgang beendet. Du, mir fällt jetzt was ein bei dem Wetter. Da müsste jetzt lauter so Regenschirmblende haben. Regenschirmblenden. Könntest du Geschäft machen heute? Kann nicht. Da bist du froh, dass du nicht in der Hochsaison hier bist, ehrlich? Das wäre mir zu voll. Ah, das ist schlimm. Hochsaison ist nichts für uns. So richtiges so Touristenkraft, ja, gell? Ja. Limone ist das übrigens. Das ist so eine In-City. Da muss man gewesen sein. Oh, die ist schön. Die ist toll. Aber ansonsten ist es doch wirklich so, oder? Ach, ja, natürlich. Da musst du gewesen sein, sonst gehörst du Trendy nicht dazu. Also können wir jetzt auch dazu. Da sind wir hoch. So, gleich. Gleich damit.
Wir stehen im Regen. That's it.